herzlich willkommen in die neue Ausgabe der Bücherei Kirchstetten Außenstelle Bruckfeld. Es geht heute weder um Sex, noch um Pistolen, noch um Punkrock, jedenfalls nicht vordergründig, sondern eigentlich um ein sehr ernstes Thema. Ich habe mir nur gedacht, wenn Sex und Pistolen im Titel vorkommen des Videos, gibt es vielleicht einfach automatisch gleich mehr Leute, die das anklicken und vielleicht auch vor allem mehr Männer, denn die lassen in der Bücherei in echt als Besucher ja gern auf sich warten. Dieses Thema ist aber auch für die Männer interessant, denn es geht heute um Gewalt an Frauen. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Büchereithema, aber es ist gerade aktuell, habe ich gelesen, was mich sehr schockiert hat, oder nicht verwundert, aber trotzdem schockiert, dass sämtliche Frauenhäuser und auch Frauennotrufnummern bereits jetzt merken, dass die häusliche Gewalt anzusteigen scheint, nach nicht einmal ganzen 2 Wochen häuslicher Isolation. Das ist schrecklich. Ich will mir nicht vorstellen, wie viele Frauen zu Hause sitzen und tatsächlich Angst vor ihren unzufriedenen, unrunden Männern haben. Die Bücherei ist trotzdem immer ein Zufluchtsort, geistig als auch körperlich, da das gerade nicht möglich ist, sich in die Bücherei zu flüchten. Es ist möglich, sich woanders hin zu flüchten. Und ich möchte hier das nutzen, um ein bisschen Werbung zu machen. Zum Beispiel für diese Nummer. Das ist die Nummer der Frauen-Helpline. Da kann man rund um die Uhr im Moment anrufen und kann denen alle Sorgen, die man hat, schildern. Und das möge, liebe Frau, tut das bitte. Ich habe eine Studiogästin heute, passend zum Thema, denn auch sie hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Es ist Fräulein Maulwürfin, Frau Maulwürfin. Ich habe sie draußen auf dem Feld gefunden. Sie war sehr verzweifelt. Da Maulwürfe ja in natürlicher Quarantäne unter der Erde leben, sind sie nicht vom Coronavirus betroffen. Das heißt, sie sind nicht infiziert. Man kann sie durchaus sorglos bei sich aufnehmen. Ich habe diese Maulwürfe mit zu mir nach Hause genommen. Sie kann leider nicht sprechen, denn sie ist ja ein Tier. Aber sie hat sich eine andere Art angeeignet, sich mitzuteilen. Sie kann nämlich Wörter gebären. So, sie hat sich beigebracht, hier kleine Zettelchen auszuspucken, wo dann draufsteht, was sie uns mitteilen möchte. Ich kann Wörter gebären, denn das Gebären ist ja noch immer die größte Macht der Frauen überhaupt. Das stimmt, Frau Maulwürfel? Stehen Sie hier gut? Ja. Ich bin von zu Hause abgehauen, denn ich hatte Angst vor meinem Maulwurfsmann. Ich konnte das nicht konkretisieren. Ich hatte einfach Angst, er brach mehrmals aus. Er beschimpfte mich, er machte meine Lieblingstasse kaputt. Ich rief in großer Not meine Schwiegereltern an. Diese nahmen das nicht ernst und sagten, was macht er denn? Er war doch immer ein braver Maulwurf. Daraufhin bin ich doch geflüchtet, denn das Gefühl der Angst überwog. Das haben Sie gut gemacht, Frau Maulwurf. Möchten Sie uns noch mehr berichten, wie die Lage bei Ihnen zu Hause im Maulwurfsbau so war? Wie das, ich meine, Maulwürfe sind ja die Isolation unter der Erde eigentlich gewohnt. Kam es öfter zu solchen Situationen? Nachdem mein Maulwurfsmann krank war und öfter zu Hause, hat sich die Lage enorm zugespitzt. Ja, das dürfte eben jetzt auch genau das Problem sein unter den Menschen. Die Männer sind zu Hause, viele Paare, die es nicht gewohnt sind, aufeinander zu hocken, sind jetzt quasi eingesperrt und das birgt natürlich Explosionsgefahr. Trotzdem, liebe Frauen, wenn ihr Angst habt, zögert nicht, diese Nummer hier anzurufen. Es muss Gewalt nicht heißen, dass ihr Ohrfeigen bekommt, dass Sachen nach euch geworfen werden. Es muss nicht sein, dass ihr verprügelt werdet. Es gibt hier auch diese Webseite der Frauen-Helpline. Da steht zum anderen, welche Formen der Gewalt gibt es. Überlegt mal, ob das vielleicht bei euch zutrifft. Psychische Gewalt, darunter fällt Beleidigung, Demütigung, Verleumdung, Herabminderung, Missachtung, Schweigen, Abwertung. Eifersucht, Herunterspielen ausgeübter körperlicher Gewalt, Schreien, soziale Isolation, Kontrolle von sozialen Kontakten zu Freundinnen oder Familie, Unterbindung von Freizeitaktivitäten oder das Zerstören wertvoller persönlicher Gegenstände. Liebe Frauen, scheut euch nicht, ruft diese Nummer an und auch in diesen Zeiten, ihr müsst nicht isoliert zu Hause sitzen, ihr könnt abhauen, ihr könnt in die Frauenhäuser gehen. Das mag jetzt lächerlich klingen, aber ich glaube, dass mehr Frauen davon betroffen sind, als man so denkt. Was sagt die Maulwürfin dazu? Es ist auch unter den Maulwürfinnen quasi ein offenes Geheimnis, dass Gewalt öfter vorkommt, als man glaubt. Man möge sich nicht schämen. Seit ich Wörter gebären kann, fühle ich mich viel stärker. Ich kann sagen, was los ist. Zum Beispiel kann ich sagen, ich habe Angst und das reicht oft schon aus, um
sich der Gewalt nicht mehr ausgeliefert zu fühlen. Da hat die Maulwürfin recht. Liebe Maulwürfin, hast du noch einen Tipp? Was sollen Frauen tun, die von Gewalt betroffen sind, die sich zu Hause gerade ängstigen, die sich absolut nicht mehr wohlfühlen in der häuslichen Isolation gerade? Hast du einen Tipp? Die Hotline anrufen, der Frauen- oder in meinem Fall Maulwürfinnen-Helpline, oder tatsächlich einfach abhauen, ab ins Frauenhaus oder ins Maulwürfinnenhaus. Was mir noch geholfen hat, war Lesen. Denn wer gebildet ist, der weiß mehr, und wer mehr weiß, der ist auch stärker. Das stimmt. Dazu ein aktueller Buchtipp, auch von der Frau Maulwurf empfohlen, Virginia Woolf, Ein Zimmer für sich allein. Gibt es leider nicht in der Bücherei Kirchstetten zum Ausborgen, aber sämtliche Buchhandlungen, oder nein, nicht sämtliche, aber viele kleine Buchhandlungen bieten jetzt gerade auch online Handel an und stellen zu. Das heißt, es gibt auf www.bücher.at eine Liste mit Buchhandlungen, wo man Bücher auch in diesen Zeiten bestellen kann. Ein Reklambuch ist überhaupt nicht teuer, das kann sogar sich der kleine Geldbeutel leisten. Und dieses Reklambuch ist es allemal wert. So, dann zum Abschluss nochmal für alle. Liebe Männer, auch ihr, wenn ihr zu Hause sitzt und aggressiv werdet oder irgendeine Art von Hass empfindet, lest doch was, vielleicht hilft das, oder geht spazieren. Aber lesen ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Also schaut auch ihr vielleicht auf diese Seite, ob da nicht ein Buch, mehrere Bücher bei euch da, für euch dabei sind. Es sind auch blutrünstige Sachen dabei, wenn euch das hilft. Es sind Lebensratgeber dabei, Gartenbücher, falls ihr einen grünen Daumen habt oder ein bisschen gerne gärtnern wollt, auf dem Balkon. Was auch immer, vielleicht werdet ihr fündig bei uns in der Bücherei und könnt euch ein wenig ablenken und euch zusammenreißen. Oder ihr hört einfach die Sex Pistols, die Band, die es ja tatsächlich gibt, denn manchmal ist ja ein bisschen Punkrock auch schon zum Abreagieren ganz gut. Das weiß ich aus meiner Jugend. So, zum Abschluss jetzt noch ein Gedicht gegen Gewalt, gegen Waffen, gegen Pistolen von Ilse Eichinger, eine der größten österreichischen Dichterinnen. Lose Sprossen. Ich werfe alle Flinten ins Korn und gehe sacht auf ihnen, dass ich nichts sonst zertrete. Auf dieser stillen Leiter bewege ich mich fort zum Feldrand. Liebe Maulwürfin, ich bin froh, dass ich dich am Feldrand gefunden habe. Du wirst jetzt bei mir bleiben. Ich denke, wir werden uns gut verstehen. Du bist sicher, du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir stehen das alle durch. Nicht wahr? Wir stehen das alle durch. Ja, in diesem Sinne, schönen Tag noch.